Willkommen, vielen, vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Willkommen bei uns, bei der Gecko-Gilde. Wow. Gemüsehochbeet, Hallöchen, schöner Name. Und Kriolis. Oh Gott, sehr viele Leute. Sonja und Chatlog. The Cell. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ach du meine Güte. Was habt ihr Schönes getrieben? Kannst du deine Insel offen machen? Nee, ganz schlecht gerade, tatsächlich. Wow. ihr habt mich überrumpelt. Wir sind gerade bei Harvey. Übrigens, genau, ich wollte eigentlich gerade mal eine Frisur abholen. Dann wollten wir gerade Esmeralda gleich anschauen. Dann wollte ich eigentlich auch gleich auf Happy Home Paradise. Wir wollten eigentlich heute ein bisschen, ja, im DLC reinschauen, nicht wahr? Erstmal hier. Oh mein Gott, wie geht's euch allen? Oh Gott, so viele neue Leute. Ach du meine Güte. Nee. Genau, da bin ich dabei. Ach du Scheiße. Gemüsehochbeet. Das ist ein super Name. Wow. Das überfordert mich kurz gerade ein bisschen. Das sind viele Leute. Hi. Oh Gott, was ist das denn für eine Frisur? Was? Das sieht sehr interessant aus. Ja, diese Bastion. Okay, ich muss es ja lernen. So. Blubberbläschen ist auch da. Hallöchen. Wunderschönen guten Abend. Und Dankeschön für die ganzen Follows übrigens. Wir haben, nicht wundern, wir haben keinen Follower-Alert, weil zu viel Zeug ist passiert. Ich hab den grundsätzlich nicht mehr. Nicht wundern, bitte. Ja, zwecks Trolle, zwecks Bodytags, bla blub, nicht wundern. Aber ich krieg's mit. Also vielen lieben Dank, wirklich. An die ganzen Follower. Schön, dass ihr da seid. Der Wahnsinn. Was habt denn ihr Tolles gemacht so? Boy. Genau, hier, Björn. Was, Alter, die Frisur. Du hast Eicheln für mich, oder? Jetzt. Meine Güte, du siehst heute aber besonders gut aus. Hier, nimm diese Eichel von mir. Danke. Was? Oh, nee. Uns unterhalten. Genau, ein Café eingerichtet und uns böse verquatscht. Ein Café eingerichtet. Ach, das klingt schön. Das klingt schön. Also auf deiner Hauptinsel wahrscheinlich, oder? Schätze ich? Meine Güte, ich bin jetzt durcheinander. eure stimmische Überraschung hat mich jetzt einfach mal rausgebracht. was ist denn das für eine Sammlung im Hintergrund? Mangas? Das hier? Nee, das sind meine Spiele. Das ist meine Gaming-Sammlung. Das ist eine ordentliche Gaming-Sammlung. Tief durchatmen, alles wird gut. Ja, ich gebe mein Bestes. So, Aziza ist übrigens auch hier, jetzt, ne? Und eben jetzt ganz neu. Oh, Schmarreiner, guck mal, wie süß sie aussieht. Ich liebe sie. Oh Gott. Habe? Tagchen, tja, wenn du übersinnlich begabt wärst wie Smaralda, dann wirst du es schon lang, aber Smaralda wird uns ab sofort mit ihrem Hellseherin-Talent zur Seite stehen. Ich wusste, dass du das sagen würdest und ja, so ist es. Dankeschön für die 100 Bits. Vielen lieben Dank. Falls du dich selbst von meinen kosmischen Begabungen überzeugen möchtest, komm jederzeit vorbei. Oh, wo ich das so höre, sollte ich wohl selbst versuchen, die Zukunft dieser Kommune zu erschnuppern. Hä? Oh ja, ich sehe ihn vor mir mit meinem übernatürlichen Auge. Ich sehe den zotteligen Hund mit runder Brille, wie er langsam über den Sand spaziert. So vertieft in seine Vision, dass er gar nicht merkt, dass der gelbe Vogel ihm mitten auf den Kopf... Ach, egal. Was? Oh, ging's um mich? Okay, ich merk's mir. Oh, das, ich hab mich schon gestern damit. Ja, zumindest sieht man daran gut, wie einen das Schicksal so treffen kann, auch aus heiterem Himmel. Und genau deshalb liegt jetzt auch Smaralda bei uns in die Zukunft und deine wird sicher rosig. Oh Mann, super. Sehr schön. Ey, die Frisur.
Habe ich keinen Hut? Nein, Mist. 7 Eicheln. Na dann, Smaralda. Oh, ich mag sie sehr gerne. Und jetzt ist übrigens unsere Insel komplett, was sehr, sehr schön ist, endlich mal. Ganz ruhig, wir beißen nicht. Hoffe ich doch. Ansonsten knabber ich zurück. So, hier. Kihamoata. Ach ja. Hakuna Matata. Du hast etwas an mir. Ich kann es sehen. Oh ja. Nur ich, Smaralda, erspüre deine Wahrheit. Für nur 1000 Sterne teile ich sie mit dir. Ja, dann let's go. Ich kann dir dein Schicksal für heute verraten. Oder möchtest du deine Freundschaft mit jemandem prüfen? Was möchtest du erfahren? Was sagen denn die Sterne, Dark? Ha? Was sagt ihr denn Tolles? Let's go. Ich habe deinen Wunsch vernommen. Ich werde nun die Kristallkugel zu deinem Schicksal befragen. So schließe denn deine Augen. Okay. Ich bin gespannt. Was? Gesundheit? Oha! Wie gut. Oh, ich sehe etwas. Ja, du leckst dir die Lippen angesichts einer köstlichen, hausgemachten Mahlzeit. Gutes Essen und Glück gehen zusammen wie Messer und Gabel. Aus dieser Vision schließe ich, dass du mehr Glück mit der Gesundheit haben wirst. Oh. Oh, nice. Ja, das klingt doch gut. Essen. Nom. Nun, vielleicht widerfährt er heute etwas Gutes. Oder vielleicht auch nicht. Nun denn, möge die Kristallkugel dich leiten. Dankeschön. Das bedeutet jetzt... Das hat ja wirklich Auswirkungen. Ich glaube, wir bekommen jetzt mehr Rezepte. Ich habe keine Ahnung. Kann man jetzt kochen? Gut, das kann man ja eh schon, aber... Ja, man kann kochen. füllt das mehr... Werde ich weniger von Bienen gestorben? Ich glaube, es ist ein Positiv-Effekt auf jeden Fall hier gewesen an der Stelle. So, ich muss jetzt erstmal... Hui, der Chat, ne? Es tut mir... Sorry, das ist ein bisschen hier. Warte mal. Kleinen Baustein, Mama. So, sollten wir demnächst auch Animal Crossing spielen? Inwiefern? Ich hatte das Spiel leichter in Erinnerung. Gerade überlegt, ob ich Gecko buchen kann. Was? Großartig? Wegen meinem Vorlesen oder was meint ihr? Ich bereue es gerade, dass ich vor dem Update nur angefangen habe. Ja? Kann ich mir ein bisschen vorstellen. Deswegen habe ich nicht nur angefangen. Hey, Harvey, hast du eigentlich was zu sagen? So, von wegen, weil die Insel ist ja fertig. Ach so, ich habe einen Bankautomaten weiter rechts am Studio aufstellen lassen. Ist ja dir schon aufgefallen? Ich hoffe ja, dass hier demnächst noch viel mehr Geschäfte stehen. Daher das Gerätchen. Probier's mal aus. Macht Spaß, auf den Tasten rumzuhämmern. Ach, Harvey. Bitte ein bisschen weniger an Pilzen schnüffeln oder so, keine Ahnung. Aber in dem Fall, sagt er wohl nichts mehr. Na gut, es ist fertig. Danke für die 100 Bits, Michi. Dankeschön. Boah, aber Kompott an Apfelkuchen. Oh, geile Kombo. Ich bin nach Hause, denke ich. Erstmal. Nee, ich hätte jetzt auch einfach Mist zur Arbeit fliegen können. Ups. So. Bibidip. So. Ich weiß doch nichts. Ich habe nichts zum Update gelesen. Weiß nur, dass man Harveys Leute bekommt und dass es Cap wiedergibt und Kaffee. Achso, wow, dann weißt du echt vieles nicht. Weißt du vieles nicht. Aber ja, man kann jetzt einfach auch kochen und das ist ziemlich geil. Genau, man kann jetzt eben ganz viele Rezepte sammeln. Und alles, was davor nicht essbar war, so zum Beispiel Geburtstagskuchen oder so, kann man jetzt alles essen. Das ist ziemlich nice. Ich geh mal Meileninseln leeren. Da sagst du was. Lass mal mit Captain fahren. Ich hätte gerne meine alte Frisur erstmal wieder. So.
Boah, so viele neue. Ich kann nicht jeden. Ich sehe das, dass ihr mir folgt. Ne? Also wirklich vielen lieben Dank für den Follow. Willkommen nochmal an alle in der Gecko-Gilde. Herzlich willkommen. Wir sind ein bisschen. Wir sind ein verrückter Haufen. Gern auch mal zweideutig. Aber wir sind alle ganz flauschig. Da ist Gemüse, ich habe so viel verpasst. Ja, Gemüse ist auch hier. Was wollte ich jetzt? Meine Frisur ändern. Und ich kann auch mal sagen, was es grundsätzlich so bei mir so gibt. Überwiegend spielen wir Retro- und Nintendo-Games. Und bei mir das Spezielle ist, ich spiele alles auf Original-Hardware. Ich emuliere grundsätzlich nichts tatsächlich. Dementsprechend. Und Retro im Bereich so N64, GameCube, Wii, PlayStation 2, PlayStation 3. So Sachen. Nintendo DS kann ich nämlich auch capturen, 3DS. Und Game Boy Advance tendenziell. Gibt aber auch zwischendurch auch mal so neuere Spiele. Ich habe auch eine PlayStation 4, ich habe auch eine Xbox One. Also ich bin auch ausschließlich Konsolengamer auch, wie man jetzt vielleicht raushört. Und eben so spezialisiert so auf generell Retro, ältere Spiele und auch viel Nintendo. Derzeit aktiv ist gerade Animal Crossing und Pokémon Strand der Diamant. Genau. Damit ihr mal so ungefähr wisst, was so bei uns abgeht. Und stimmt, das hier ist meine Insel. Hi. Dann kann ich ja noch mal ein bisschen eine kleine Inselrundtour machen hier, ne? Wie ihr gesehen habt, das ist so mein ländliches, so ein bisschen japanisch angehauchtes ländliches Viertelchen hier, ne? Ja, ist eigentlich ganz schön geworden. Habe ich letzte Woche, ich habe erst letzte Woche meine Insel designt. Ich habe die ganze letzte Woche gesuchtet, 70 Stunden reingeballert. Ja. lasst euch von diesem Baum bitte nicht irritieren. Das ist gerade ein Stern, die Baum, wenn er fertig ist, kommt er sofort wieder weg. Hier eben mein Gemüsefeld. Ja, ne, eben so ein bisschen ländlich hier. Das ist mein Haus hier. Und dann geht es hier rechts ein bisschen ins städtlichere Viertel. Ja, wird ein bisschen städtlicher. Man kann dann hier so hoch, dann ist hier eben so ein bisschen, ne? Mehr Stadtgebiet. So die restlichen Häuser, bisschen Garten. Hier sowas hier. Dann kommt er mit Phasma um die Ecke. Ey! Ja, ab und zu gibt's auch sowas. Phasma haben wir lange nicht mehr gespielt. Also ein kleines Tempelchen-Gedöns. Ich brauche Gemüse! Meileninsel, Captain. Ja, okay, lol. Ja gut, kannst du auch mal vorbeikommen, keine Ahnung. Hier mein Zen-Garten, der fast fertig ist. Die Steine müssen halt hier noch, ne? So. Dann sind wir genau richtig hier. Ja, sehr schön. Das freut mich doch. Warte mal, oh Gott. PlayStation 2, sehr nice. Was da? Metal Gear Solid, Tomb Raider? Alles Mögliche. Alles Mögliche. Siehe meine Gaming-Sammlung. Ich habe irgendwie 50 PS2-Spiele oder so. Das ist sogar richtig. Da ich auch noch nicht so lange eine PlayStation 2 habe, tatsächlich, ehrlich gesagt. Die habe ich mir so als fast letztes geholt. Vorletztes. Habe ich die Sammlung auch erst aufgestockt. Ich hatte die leider nie als Kind. Dementsprechend gibt es da noch extrem viele Spiele, die wir da noch gemeinsam streamen werden. Überhaupt der Großteil der Sachen wird noch gestreamt, Leute. Hui. Aber ja, Metal Gear Solid zum Beispiel ist dabei. Silent Hill wird es noch geben übrigens, alle Teile. Ach du, alles Mögliche, alles Mögliche. Ich habe auch für den einen oder anderen, den das interessiert, warte mal, Archiv war das, oder? Genau. Das ist ein Word-Dokument. Da habe ich mir die Mühe gemacht, alle meine physischen Spiele, die ich da so im Regal habe, aufzuschreiben. Die habe ich da alle aufgeschrieben, die ich besitze. Könnt ihr ja gerne mal gucken. Und die, die schon gestreamt wurden, die sind abgehakt. Und da sind eine Menge noch nicht abgehakt. Also wir haben noch richtig viel vor uns. Oh, mein Kescher ist kaputt. Na toll, danke. Das hier ist mein Bambusgarten. Mein kleiner Bambuswald. Wald, Blubberchen. Genau, wollte ich eigentlich hier auch oben, die Dinger kommen wieder weg, da kommt wieder so ein Bambuszaun hin. Ich hab Captain, ich weiß, Michi, sorry, ich mach mal irgendwann Insel auf, kannst du kommen, kannst du, ja. Entschuldigung. Ja. Ne?
dann hier auch, kann ich einfach dir ein bisschen zeigen, hier nochmal meine Baumallee, die wunderschön ist, wenn Kirschbaumzeit ist, dann ist jeder Baum ein Kirschbaum, so richtig schön alles rosa, Kirschbaumallee, richtig toll. Und dann geht es eben hier so ein bisschen hoch, so ein kleiner Bergpfad hier. Und hier mein Obstgarten und hier dann mein Campingplatz. Und von hier aus geht's dann in meine quasi Einkaufsmeile. Das wird noch ein Hotel. Schön mit Let's Go to the City Musik. Hier der geheime Strand mit Rainer und so dann. Ne, hier Laden, hier Museum. Hier dann so ein kleiner Partystrand. Blups. Ja, das ist so meine Insel. Hallo Vita, oh Gott, ich hab dich nicht gelesen. Moment. Und tendenziell kann man hier runter. Und tendenziell ist das quasi eine Bushalte, wo man dann zurückkommt. Zack. Das ist meine Insel. Muss ich wieder Strafzettel? Nee, hä, was soll das? Ich bin doch nur mit dem Bus gefahren. Schöne Insel, dankeschön. Hab mir auch echt Mühe gegeben. Ich habe da echt hart reingesucht letzte Woche. Guten Morgen, Gecko und liebe... Guten Morgen, es ist 17.40 Uhr. 47. Aber hi, Wolf. Und Vita. Hey, ihr Lieben, es muss nicht jeder deinen Weg verstehen. Du musst dich dafür auch nicht rechtfertigen. Es ist nicht der Weg von anderen. Es ist dein Weg und dein Leben. Also geh deinen Weg, den du leben willst. Und lass nur die mit, die es lebenswert machen. Ein Teil von mir selbst. Habt einen wunderschönen Samstag und ein schönes Wochenende. Ich liebe deine Texte. Sie sind so toll. Und kann ich auch nur so unterstreichen. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen, Vita. Ja, das ist wirklich ein Applaus wert. So, ich möchte jetzt mal wieder zur Arbeit fliegen. Ist wirklich lange her. Auf geht's. Und natürlich ist es wieder asynchron, ich merk's. Mist. Hier ist wirklich gar nichts. Hilft. Toll. Fantastisch. Mal ganz kurz, lol. Entschuldigung. So. Huch. Ach nö, Michi, warum Controller umdrehen? Warum bei Animal Crossing? Warum denn jetzt? Controller Handicap. Hey, das sind meine Kanalbelohnungen. Ihr könnt... Ich muss jetzt 5 Minuten Kopfstand machen. Toll. Das ist toll. Ja, dann arbeiten wir mal auf dem Kopf. Oh, süß, wer bist du denn? Du bist hässlich. Chat, Hilfe. Oh Gott, so viel los heute jetzt hier. Warte mal. Kein Hallo, läuft denn wieder maximal Geschwindigkeit in der Fußgängerzone? Also echt. Fabrici, es tut mir leid, hallo. Herzlich willkommen. Es tut mir leid, bitte kein Strafzettel. So, geh mal hier rein. Die Musik dazu. Ja, ne, ganz toll. Hilfe. Guten Morgen, kann ich damit erklären, dass ich jetzt aufgeschlafen bin. Dachte ich mir fast. Schöne Vase. Dann, ich muss mich, glaube ich, umziehen gehen, oder? Ich mach's einfach. Das ist in Animal Crossing einfach... Ja, das ist ja auch richtig. Zum Glück nicht bei Crysis oder so. Das war... Hey. Ja, bitte. Stimmt, tendenziell normalerweise müssen wir auch bald die Metroid-Reihe weitermachen. Super Metroid als nächstes. Verdammt. Hilfe. Nein. So doch nicht. Hier muss ich hin. Oder so. Kopfstand, ey. Umziehen, bitte. Nee, warte, was? Stand da keine Uniform anziehen? Scheiße. Nochmal B oder so. Na, schön ausnahmsweise mal. Was wird notiert und wird beim nächsten Mal drauf geredet. Oh mein Gott. Hä? Uniform bearbeiten. Wieso? Hä? Ja, aber kann ich da jetzt nicht anziehen? Achso, einfach fertig. Oh Gott, wo ist denn jetzt fertig? Ah, guckst du mal. Hä? Nee, doch. Was soll das? Manu. Doch umziehen. Was denn das? Ich spiele auch so wie du. Auf Ehre. hier jetzt Kopfstand. Sehr schön. Finde ich super.
Ja, und wieso kann ich jetzt nicht einfach sagen, kann ich das... Hä? Muss ich mich jetzt... Wieso kann ich nicht einfach meine Arbeitskleidung einfach so anziehen? Geht das nicht? Was soll denn das? Ich verstehe es jetzt nicht. Bin ich doof? Ich bin zum ersten Mal erst wieder hier. Wir haben hier erst einmal gearbeitet. Was ist denn das? Geht das nicht schneller? Verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn das? Da stand Uniform anziehen. Oh, ich habe es nicht gesehen. Also hier steht Uniform bearbeiten. Hä? Wo? Anziehen? Fertig? Wo ist denn hier Uniform? Unten bei ihr? Das sieht man durchs Bild nicht. Yo, sorry, ja. Wegen, ne? Ich muss mal hier, keine Ahnung. Unten bei ihr? Ja? Manno! Ja, Entschuldigung. Ja, ich möchte... Ach so. okay. Upsi. Wusste ich doch. Hust. Weil du letztes Mal so ein tolles Foto fürs Konzeptportfolio geschossen hast, habe ich eine Bitte an dich. Erinnerst du dich an deine allererste Kundin, Frauke? Ja, ja, schon. Ich möchte, dass du sie in ihrem Ferienhaus besuchst und auch dort fotografierst. Ach so, haben wir noch nicht, ja. Weißt du, ich hätte einfach so gern ein Foto vom allerersten Ferienhaus der Ferienhausagentur. Wenn du schon einmal dabei bist, frag doch auch gleich, ob mit dem Ferienhaus alles in Ordnung ist. Wir wollen schließlich, dass alle glücklich sind, damit sie uns auch ihren Freunden empfehlen. Lass dich vom Bruno zum Ferienhaus von Frauke bringen. Ich werde sofort anrufen, damit Frauke weiß, dass du kommst. Vielen Dank für deine Hilfe. Alles klar, alles klar. Ja, dann let's go. Danke, Leute. Das ist ja auch gut. Facepalm, das siehst du jetzt zum ersten Mal, oder, Blubberchen? Ich hab's endlich angepasst gekriegt, ja. Das ist super, ne? Okay. Oh, sie ist halt echt süß. Oder eher? Das Pferd. Oha, beim Monster Hunter auf Kopfstand. Hatten wir das nicht sogar auch mal? Das ist mies, ja. Genau, Kalaft hat mir Bescheid gegeben. Controller-Handicap vorbei. Ah, zum Glück, lol. Ich gehe mal stark davon aus, dass du Kunden nun bestimmt häufiger in ihren Ferienhäusern besuchen wirst. Natürlich werde ich dich auch weiterhin mit meinem Boot überall hinschippern, ist doch Ehrensache. Auf ihre. Aber, noch schneller geht's, wenn wir aufs Netzwerk der schönen Häuser zurückgreifen. Probier es mal kurz, wie das Ferienhaus von Frau und sag anschließend besuchen. Ja, okay. Oh nein. Warum, Dark? Monster Hunter. Ja, sehr gut. Dankeschön fürs Zerstören. Sehr schön. Irgendwie will ich gerade die anderen Belohnungen testen, aber meine Armpunkte. Testet, wie ihr möchtet. Das hat ja eh alles Cooldown und so. Also, Spamming geht ja eh nicht so richtig. Beziehungsweise auch. Tschüss. Ja, beziehungsweise geht ja eh nur so irgendwie die meisten dreimal pro Stream oder so. Aber hey, testet doch ruhig durch. Oh, Pearlschimmer, vielen lieben Dank für den Sub. Danke, danke schön. Herzlich willkommen bei der Gecko-Gilde. Viel Spaß mit unseren Gecko-Emols. So, willkommen. Kalotte hat dein Erscheinen bereits angekündigt. Tutu. Ich war überglücklich, als ich erfuhr, dass du uns beehrst. Achso, Frau Rocke. Ups, falsche Stimme. Upsi. Ja, spreche ich dich erneut? Keine Ahnung. Wie habe ich die gesprochen? Weiß ich nicht. Irgendwie weiblich. Erst als ich etwas Zeit in meinem Ferienhaus verbrachte, erkannte ich, wie wundervoll es hier wirklich ist. Danke, Gecko. Gerne. Hörst du das, Gecko? Da lobt dich wer in den höchsten Tönen. Sollten sich Probleme irgendeiner Art ergeben, zögere nicht, uns im Büro zu kontaktieren. Wir helfen gern, wenn du umbauen oder den Standort deines Ferienhauses ändern möchtest. Danke, sollte ich Unterstützung benötigen, werde ich mich sogleich an die Ferienhausagentur wenden. Ich kann mir doch beim besten Willen nicht vorstellen, hier etwas zum Beanstanden zu finden. Sollten dir jedoch interessante Ideen im Punkto Umbau oder Umzug kommen? Oh, shit. Here we go again. Teilen Sie mir gerne mit. Wie aufmerksam von mir. Was? Ihr zwei seid doch sicher gekommen, um Aufnahmen zu machen, korrekt? Unaufmerksam, upsi. Mein Ferienhaus steht euch hier vor gern zur Verfügung. Es besteht auch kein Grund zur Eile. Tutu.
Wie passend, ja, ne? Immer wieder. Okay. Vor allem der war in meiner Facecam, das war gut. Ich habe alle Zeit der Welt, also lass die Fotonarren in ihr ruhig freien Lauf. Sag mal, da hinten in dem Zeitschriftenregal, das sieht ein bisschen aus wie Iwata. Hey, da wir schon mal alle hier sind, wieso machen wir nicht noch ein paar Fotos mit, Frauke? Oh ja, das ist eine ausgezeichnete Idee. Gekonntes Posieren ist seit jeher meine Passion. Passionsfroh. Gecko, ja. Was denn da? Was denn? Was ist passiert? Was ist da los? Unerlaubtes Zerstören eines Streams. Strafzettel! Einfach Strafzettel an einen Mod. Du traust dich was. Ich erwarte deine Regieanweisung, falls ich mich irgendwo positionieren soll oder dergleichen. Sag Bescheid. Danke, in Ordnung. Dann schieß mal ein paar tolle Fotos. Chatlock, danke für den Prime-Sub. Danke, dass ich dein Prime sein darf. Vielen lieben Dank und willkommen bei der Gecko-Gilde. Viel Spaß mit unseren Emotes. Vielen lieben Dank. Fotos. Ich warte so lange draußen. Vergiss nicht, dich bei... Achso, bei der Kundin zu verabschieden, wenn du fertig bist. Gott, ich komme hier ganz durcheinander jetzt hier. Fotos im posten. Das erste Ferienhausfoto, das du aufnimmst, wird automatisch im Netzwerk der schönen Häuser gepostet. Du kannst dieses Foto ersetzen, indem du ein neues aufnimmst und Plus drückst. Nur das zuletzt aufgenommene Foto kann verwendet werden. Okay, cool. Cool. Da, hier, guck mal, das da sieht ein bisschen aus wie Iwata. Irgendwie süß. Ja, ne? Foto sagst du. Ich kann jetzt einfach... Mein kleiner Lesesaal. Aha. Mhm. Huch, what? Was? Chatlog, vielen lieben Dank. Wie lieb ist das denn? Vielen lieben Dank für die 5 Gift-Subs. Vielen lieben Dank. An Fran... Nee, Sepp sogar. Oder wie? Doch, ja genau. Franzi Thunder Kuni. Und Zeus Marcel, vielen lieben Dank. Oh Gott, wie lieb von euch. Und für die 200 Bits Michi. Oh mein Gott. Und kurz vor dem Hype-Train, Leute, was ist denn da los? Was ist denn hier los? Was? Was geht denn? Vielen lieben Dank. Leute, ihr seid ja der Wahnsinn. Was ist denn da los? Voll lieb. Dankeschön. Oh mein Gott. Und danke, warte, was? An den Gift-Sub, an Stella Soul. Spricht dich eigentlich richtig aus? Oder Stela? Stela? Nur ein L? Nicht Stella? Stela Soul? So? Hype Train, Tutu, ja. Kurz dir auch vor, ihr Verrückten. Gott. Ein Foto. kann ich auch hier so. Geht das? Guck mal hier. Süß. Ja, jetzt winkste. 5 Jahre später. Was hast denn du für eine Aufmerksamkeitsspanne? Guck mal, das ist süß. Jetzt geht ihr einfach schlafen. Man kann unter ihr Kleid gucken. Tschüss, glaube ich. Wohin geht sie denn? Heilige. Ach ja, die Hype-Emotes. Ist schön, ne, dass endlich Hype auch in den Subs drin ist oder so. Und dass wir überhaupt mal unser Hype-Emote haben. Der Hype-Train braucht einen Strafzettel. Der fährt zu schnell in den Bahnsteig ein. Der rast doch durch. Der fährt doch los und rast durch so. Der bleibt doch nicht stehen. Du Spanne. Hallo? Ihr habt dahin geschaut, ja? Ich bin fertig, will ich... Boah, der ist ja voll hässlich hier. Lass uns zusammen zurückkehren, sobald du genug Fotos aufgenommen hast. Aber verabschied dich zufrieden. Hey, Frauke, was geht denn hier? Wenn du mich in anderer Kleidung sehen möchtest, lass es mich mit dem hier wissen. Ich kann alles tragen. Wie läuft's denn so, Schätzchen? Perfekt, alles im Kasten, die passt schon soweit, gell? War mir wirklich ein Vergnügen, komm ruhig mal wieder vorbei. Du bist stets willkommen. Okay, ciao. Jetzt ist er durchgerast, das stimmt. Ja, das stimmt wohl. Jetzt ist er weg. Kein Hype Train. Ungewöhnlich. Willkommen zurück. Das Foto, das du geschossen hast, ist toll. Und auch schon in der App.
Jetzt verstehe ich auch, auf welche Aspekte eines Ferienhauses du dein Hauptaugenmerk richtest. Wirklich großartige Arbeit. Ach ja, wie ist es eigentlich mit der Kundin gelaufen? Gab es Probleme? Ich glaube nicht. Nö. Du glaubst? Oh, hier, da mache ich mir ja schon fast so. Es gab keine Probleme. Keine Sorgen machen hier. Es gab keine Probleme. Willst du anhalten? I mean. Hype Trends? Wäre, glaube ich, gelogen, wenn nicht. Hype Trends sind cool. Hä? I mean. Sonst wäre er ja nicht quasi aktiviert. Also, Hype Trends? Irgendwo schon. Ist cool. Ich hätte nicht Nein gesagt. Aber müsst ihr nicht? Ist auch okay, wenn er jetzt nicht da ist. Nicht verzagen, nochmal wagen. Lol, einfach dieser Doppeltrigger. Was war das denn? Ihr habt das Bits-Panel entdeckt, sehr schön. Das war passend. Dankeschön dafür, für die 50 Bits. Warte. Wenn es nichts zu berichten gibt, bedeutet das wahrscheinlich, dass alles in Ordnung ist. Aber könntest du unseren Kunden von nun an bitte immer mal wieder einen Besuch abstatten? Nein. So bleiben die Kunden glücklich und für uns fällt vielleicht immer mal wieder ein Folgeauftrag ab. Ich bin immer unten am Steg. Also, ich bin unten immer am Steg und spring mich einfach an, wenn ich dich irgendwo hinbringen soll. Du musst einfach nur Ferienhausbesuch sagen, dann weiß ich schon Bescheid. Danke, Bruno. Auf dich kann man sich immer verlassen. Ich weiß nicht, was wir ohne dich machen würden. Oh, ich sollte dich noch für diesen Auftrag bezahlen, nicht wahr? Hier, 2000 Poki. Danke, danke, danke. Nee, also wie gesagt. Ein Halbtrend ist ja auch keine Pflicht. Wisst ihr ja nicht. Ist ja auch alles gut. Ist ja auch alles okay. Vor allem, wir haben noch November, ihr seid sowieso am Anfang November schon hart genug ausgerastet. Ich bin euch schon sehr dankbar. So, ich echt mal okay, wenn mal keiner kommt. Vielen Dank für das tolle Foto. Ich weiß, dein Unterstück sind wirklich zu schätzen. So. In Ordnung, möchtest du für heute Schluss machen? Nee, ich mache hier weiter. Was soll denn das? Wir sind noch erst angekommen. Wunderbar, es ist immer eine gute Idee, die Besucher unserer Insel aufs Geschäftliche anzusprechen. Gib dein Bestes. Ja, ne? Das ist ein langweiliger Artikel hier eigentlich. Wobei diese Vase hübsch ist. Eine Mini-Vase. Ich dachte Ming-Vase. Eine Mini-Ming-Vase. Oh, wir waren noch nicht bei Coffee heute übrigens. So ein Scheiß. Bin jetzt am PC? Ja, geil. Willkommen am PC. Was, mein Manager will Strafzettel verteilen? Achso, dein Manager. So ist das. So ist das. Ja, dann wollen wir mal schauen. Tatjana ist doch jetzt noch hier, oder? Tatjana wohnt nicht mehr auf meiner Insel, aber dann ist sie ja noch hier. Ha, ist natürlich auch cool.